Europa fördert die Regionen und setzt damit auch in Österreich einen wichtigen Impuls für Wachstum und Beschäftigung. Das Ziel der EU-Regionalpolitik ist die Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts in Europa. Bis 2020 stellt die EU über 350 Milliarden Euro zur Verfügung für die Schaffung neuer Arbeitsplätze, die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU, ein höheres Wirtschaftswachstum, eine nachhaltige Entwicklung und die Verbesserung der Lebensqualität. Alleine über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, kurz EFRE, werden an die 200 Milliarden Euro für die EU-Mitgliedstaaten bereitgestellt. Auch Österreich profitiert und erhält 536 Millionen Euro an Fördermittel, um damit Investitionen in Wachstum und Beschäftigung zu unterstützen. Die IWB-EFRE-Fördermittel fließen in Investitionen folgender Bereiche: Forschung, technologische Entwicklung und Innovation, Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU, CO2-Reduktion in allen Wirtschaftsbereichen, nachhaltige städtische Entwicklung sowie Stadt-Umland-Entwicklung. Der regionale Bezug des IWB-EFRE-Programms ermöglicht die Förderung von Projekten in ganz Österreich. So wird ein nachhaltiger Beitrag zum Wachstum aller Regionen geleistet. Mit EFRE-Mitteln geförderte Projekte werden mit nationalen Förderungen und privaten Mitteln kofinanziert. Das ergibt in Summe ein erwartetes Gesamtinvestitionsvolumen von über 2 Milliarden Euro. Ein starker Impuls für Österreichs Wirtschaft. Mit dem IWB-EFRE-Förderprogramm sollen bis 2020 konkrete Ziele erzielt werden. Im Rahmen von 1900 geplanten Projekten werden unter anderem etwa 1500 KMU gefördert und 2300 Arbeitsplätze geschaffen, davon 600 in Forschung und Entwicklung. Über 200.000 Tonnen CO2 sollen eingespart werden. Und an die 570.000 Einwohner sollen von einer neuen, integrierten Stadtentwicklung profitieren. Bei der Auswahl der förderbaren Projekte wird vermehrt auf nachhaltige Entwicklung, Chancengleichheit und Antidiskriminierung geachtet. Für die Vergabe von IWB-EFRE-Förderungen sind Förderstellen des Bundes und der Länder zuständig. Diese beraten und informieren über Fördermaßnahmen und betreuen Fördernehmer. Der Online-Förderkompass auf der IWB-EFRE-Webseite führt Sie zu den richtigen Ansprechpartnern. Haben Sie noch Fragen? www.efre.gv.at